Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das Thema, was wir heute haben, ist Elektrosmog. Und bei mir ist jemand, der elektrosensibel ist. Er ist kein Imker, so wie es vielleicht auf den ersten Blick aussehen mag. Uli Weiner ist bei mir, ziemlich bekannt. Und du hast diese Klamotten jetzt nicht einfach, weil du die Leute verarschen willst, sondern du hast wirklich ein Problem mit dem, was heute so alles in der Umwelt so an Strahlen ist. Aber erzähl mal, interessant ist ja, was du von Beruf bist. Du hast ja mal erzählt, wenn du das erzählst, das fällt man von allen aus allen Wolken. Also ich denke, ich mache ihn mal auf. Also es ist ein Strahlenschutzhandschuh, so schaut er praktisch komplett aus. Und der besteht aus Silberfäden und aus Silbermaterialien und der bewirkt, dass die Strahlung praktisch hier reflektiert wird. Und wenn ich mich jetzt hier im verstrahlten Gebiet aufhalte, dann auch mit Gesichtsschutz. Und ja, aber ich denke, dass mich die Zuschauer auch mal sehen. Ich schaue ganz normal aus in der Regel. Genau. machen wir es hier auf. Und beruflich bist du eigentlich? Ich bin Unternehmensberater für Telekommunikation und Kommunikationselektroniker, Fachrichtung Funktechnik. Also ich komme genau aus der Branche. Und also du bist keiner, der so technikfeindlich ist aus seiner Kindheit her, sondern du hast erzählt, du warst einer der Ersten, der am Auto einen Fax hatte und so Sachen. Ja, genau. Erzähl so ein bisschen, wie das angefangen hat. Ja, es fing eigentlich schon an mit 10 Jahren ungefähr, wo ich 10 Jahre alt war. Bei uns gab es immer zu hohe Telefonrechnungen. Der Klassiker, damals keine Flatrates. Mhm. Und dann haben wir uns halt überlegt, so im Freundeskreis, wir kaufen uns Funkgeräte. Das war so mein Einstieg, praktisch schnurlos. So eine Quetsche. So ja, das waren noch richtig große Dinger mit langer Antenne. Ja. Aber die Reichweiten waren beschränkt, 500 Meter vielleicht. Und dann habe ich halt gespart und als 12-Jähriger war das dann schon ein größeres Gerät mit großer Antenne, mit 30 Kilometer Reichweite. Hm. Und so hat sich das gesteigert. Als 14-Jähriger habe ich dann die Prüfung abgelegt zum Amateurfunk. Also ich war Vollblutfunker bis heute. Mit 15 habe ich dann schon neben der Schule erste Autotelefone eingebaut. Praktisch andere haben Regale eingeräumt, ich habe Autotelefone eingebaut. Handys gab es noch nicht in dem Sinn wie heute. Ja. Und das hat mit 16 bin ich dann in die Lehre gegangen, eben zum Kommunikationselektroniker, Fachrichtung Funktechnik. Mit 18 habe ich mich dann selbstständig gemacht und mit 20 war der Betrieb schon ganz stattlich mit 20 Leuten. Also es war ein schneller Anstieg, es war aber auch genau die Boomzeit. Es war genau der Anfang. Der also Technik. Du kennst im Grunde die ganze Begeisterung für diese Technik und das ist auch cool, dass ich im Auto hier einen Fax kriegen kann. Passiert nicht so oft, aber es ist cool, es zu können. Ja, genau. Und dann hast du aber dich auch damit befasst, dann kamen ja schon alte Studien, es gibt ja sehr alte Studien, ich weiß nicht, 50er Jahre oder noch älter, über Funk, über die gesundheitlichen Auswirkungen von Funkstrahlen. Da geht es noch nicht mal um digital gepulste Frequenzen, sondern um ganz normales Radio. Genau. Und? Also die Geschichte, um die ein bisschen vielleicht abzuschließen, ich habe natürlich immer gedacht, wenn diese Technik gefährlich wäre, dann wäre es in Deutschland verboten. Also ich war ja so typisch deutsch treugläubig, wenn was in Deutschland verboten ist, also was schlecht ist es verboten. Wir haben ja so viele Behörden und so nette Politiker. Die achten auf uns. Und die achten auf uns und schauen, dass ja nichts hier auf den Markt kommt, was irgendwem schadet. So war mein Glauben. Und das begann dann bei mir damit, ich habe dann telefoniert, hatte dann Konzentrationsprobleme, also sprich, ich sag mal so ein Brett vorm Kopf, du konntest dich einfach nicht konzentrieren. Und an den Tagen, wo ich nicht mit dem Handy telefoniert habe, war ich hochkonzentriert, habe mehr geschafft, als ich mir vorgenommen hatte. Und das ist dir aber auch wahrscheinlich erst nach einer Zeit aufgefallen. Ja, das nach heißt, Monaten. Ja. Also ich habe das erst nicht geglaubt. Das ist ja so, man denkt, sieht die Zusammenhänge nicht, aber irgendwann merkst du, komisch. Genau also so. Wenn ich telefoniere, dann geht es mir nicht Also wie es immer ist, der Mensch lernt durch Unterschiede. Er erkennt die Dinge, der klassische Frosch, ne? Ihr kennt das Froschprinzip. Wenn der Frosch im Wasser ist und es wird langsam aufgedreht, merkt er es nicht. Und wenn er ins heiße Wasser geschmissen würde, würde er rausspringen. Ja? Aber wenn ich es langsam aufdrehe und es kocht, dann springt er nicht raus. Und so ist es halt beim Menschen auch. Du erkennst die Unterschiede, also du kennst es nur durch die Unterschiede. Ja. Also du weißt nicht, wie ein gesunder Baum aussieht, wenn du nur Kranke gesehen hast, sag ich mal. Ja, ja. Und du weißt auch nicht, wie gut du dich konzentrieren kannst, wenn du ständig mit dem Ding am Kopf rumläufst. Dann merkst du die Unterschiede ja nicht. Oder du weißt nicht, wie du gut schläfst in einem Funkloch, wenn du den ganzen Tag verstrahlt bist. Da brauchst du halt die Unterschiede dazu. Wir wüssten es alle wahrscheinlich nicht, wie es wäre, wenn jetzt das alles mal abgeschaltet würde. Ja. Es gibt ja Leute, die sagen, wenn das 2-3 Tage mal alles Funksignale weg wären, dann würden wir alle telepathisch werden. Ich weiß nicht, aber könnte ja sein. Vielleicht nur eine kühne Behauptung. Aber wir wissen ja gar nicht, wie es ist. Wir sind es so gewohnt und denken, naja, das ist halt so. Also ich würde mir es natürlich wünschen, wenn dann alle telepathisch wären, aber ich glaube es nicht, weil die Menschen, diese Funktechnik zwingt ja die Menschen am Boden. Also wir haben eine Kommunikation Mensch, also Handy zum Funkturm und wieder zum Menschen. Ja. Und wir haben ja verlernt, die Kommunikation von Mensch zu Gott, das haben wir ja verlernt. Ja. Mhm. Das heißt, selbst wenn wir den Funk abschalten, können die wenigsten damit umgehen. Im Gegenteil, die kriegen wahrscheinlich erstmal Panik. Totale Notstand. Ja. Die Leute würden durchdrehen. Also die anderen, die gelernt haben, auf andere Wege zu kommen, das schon zu üben, auch jetzt durch die erschwerten Bedingungen, durch die Verstrahlung,
Die tun sich dann sehr leicht, aber die anderen eher nicht. Also das ist die Sache. Und um deine Frage von vorhin noch aufzugreifen, bei mir ging es halt gesundheitlich immer schlechter und ich konnte es erst nicht zuordnen. Und es führte dann 2002 zu einem Zusammenbruch am Frankfurter Flughafen. Und ich kam dann ins Krankenhaus und die haben mich halt dort komplett durchgecheckt, die Ärzte. Und sie haben nichts gefunden. Sie haben gesehen, es stimmt der Herzrhythmus nicht mehr, das Blut stimmt nicht mehr, die ganzen Werte, alles im Eimer. Aber sie wussten, sie konnten es nicht auf irgendwas zurückführen. Und da habe ich ihnen dann die Geschichte erzählt, dass ich halt, wenn ich viel telefoniert habe mit dem Handy, immer Kopfweh hatte, schlecht konzentriert war. Und dann hat eben der Arzt zu mir gesagt, der Chefarzt damals, sagte, Herr Weiner, gut, er kennt sich mit dem Thema überhaupt nicht aus, hat er nie im Studium gelernt, wie die meisten Ärzte heute haben zu dem Thema keine Ahnung. Aber er zieht mal los, hat er gesagt, er telefoniert mal und guckt, wer sich damit auskennt. Und dann kam er eben nach ein paar Tagen mit dieser Studie von 1932, veröffentlicht in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift. Und es waren Untersuchungen an also Großdeutschen Rundfunk, waren Mittelwellen- und Kurzwellensender. Und dort hat man eben Symptome festgestellt, man würde die heute in die Kategorie Burnout stufen. Also es waren Leute, die waren tagsüber nicht fit, nachts konnten sie nicht schlafen, total neben der Spur. Eigentlich also eine Mischung aus Passivität und Aggressivität, also auch im Wechsel. Das ist zum Beispiel klassisches Funksymptom, auch an Schulen beobachtet man das ja mittlerweile extrem. Da sind Leute, da sind Kinder dabei, die kriegen manchmal den Mund nicht auf und ein paar Minuten später hauen sie dem Kollegen so eine rein, dass es schon immer schön ist. Also diese Mischung oder diese Wechsel, dieser extreme Wechsel zwischen Passivität bis hin zu Depression und Aggressivität zum Beispiel. Das wurde 32 schon festgestellt. Und für mich war das natürlich ein bisschen ein Schock, weil ich dachte, ja, wenn der Mobilfunk gefährlich wäre, wäre er ja verboten. Und dann habe ich halt damals begonnen zu gucken, was ist zwischen 1932 und dann war es 2002, was ist in den 70er Jahren passiert. Und natürlich kann man die Geschichte weiterführen bis heute und da beschäftige ich mich sehr intensiv damit. Also wer dann Details kann man dann, wie du schon erwähnt hast, auf meiner Homepage dann auch nachlesen. Wir werden heute nicht alles ansprechen können. Es kommt auch noch ein Vortrag, den du gehalten hast, wo wir zusammen waren. Genau, wo wir zusammen halten durften. Da wird noch bei Bewusst TV kommen. Ja. Also 1932, da stelle ich mir vor, da gab es ja noch gar nicht wirklich ein Problem mit den paar Sendern, den Kurz- und Langwellensendern, dass es wirklich flächendeckend für die Leute, für alle Leute ein Problem war. Aber heute ist es eben so, dass wir wahrscheinlich hier irgendwo in der nächsten Umgebung ein paar verschiedene Funkmasten haben, ganz abgesehen von Radio, Fernsehen und Satellit und was noch alles da ist. Und dann gibt es ja noch die ganzen verschiedenen Anbieter. Anstatt, dass man jetzt von der Regierung sagt, okay, das ist nicht das Beste, aber wenn, dann machen wir ein Netz und nicht fünf Netze für fünf Anbieter, dass jeder seinen eigenen Netzausbau vorantreibt. Das ist ja der Wahnsinn eigentlich, oder? Aber das ist, also man muss ein bisschen den Hintergrund vielleicht sehen. Also wir haben natürlich, im Moment sind es noch drei Anbieter in Deutschland und jeder Anbieter betreibt vier Funknetze. Also wir haben 3x4. Ja, okay. Also wir haben jetzt 12. Dann haben wir noch das Tetra-Funknetz für die Behörden, also ein technisch veraltetes System aus Amerika, was fast nicht funktioniert und jetzt aktuell bei den Hamburger Ausschreitungen komplett zusammengebrochen, das System. Also es spricht ständig zusammen, ob jetzt beim G7-Gipfel letztes Jahr oder hier, es bricht bei jeder Gelegenheit zusammen, weil es technisch gar nicht dafür ausgelegt ist. Aber die Grundsache ist, unser Staat hat nicht das Interesse, dass die Leute überall telefonieren können. Es geht bei dem ganzen Technik nicht ums Telefonieren und nicht um WhatsApp schreiben. Das ist nur die Nebenfunktion. Es geht ganz gezielt um Überwachung und totale Kontrolle. Und die jetzt, haben wir ja jetzt hier in Reinkultur und es ist eben, wie du sagst, wie der Frosch, eben so schleichend, so nach und nach, man gewöhnt sich dran, dann hört man mal, ja, NSA hört das ab, und dann sagt die Kanzlerin mal, das geht aber nicht unter Freunden und irgendwie sowas. Ne? Und dann ist das auch wieder gut. Genau, ne? Für die Leute dann, ist es dann erledigt. Ja. Inzwischen wissen wir, man kann alles abhören und man denkt dann ja, was will man dann noch machen? Ja, das ist, ich glaube, der falsche Gedanke. Also den Gedanken darf man nicht groß Raum geben. Was kann man dann doch machen? Ich sage dann immer zu den Leuten, ich habe ja oft die Diskussion auch mit neuen Funktürmen, wenn dann Leute sagen, ja, man kann ja eh nichts tun, sage ich, vergiss es einfach, sage ich, nehmen wir mal an, man könnte was tun. Was ist jetzt der erste Schritt? Also das ist immer mein Ansatz, weil es gibt immer einen nächsten Schritt. Und ich muss einfach den nächsten Schritt gehen. Und es gibt noch den berühmten Spruch aus dem Volksmund, der sagt, wer die Welt verändern will, der fange bei sich selber an. Ich kann nicht jetzt die ganze Welt erstmal draußen verändern und mir selber nicht anfangen. Ich muss halt dann erst sagen, kein Handykonsum, ich lasse das. Ja, ich habe kein Smart, also ich benutze es eh nicht. Ich verzichte auf Schnurlostelefon. Schnurlostelefon und WLAN gelten eh als die stärkste Strahlungsquelle in den Haushalten. Ja, ich würde das. Also das ist den meisten, ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, weil ganz viele Leute vielleicht denken, naja, ich schalte mein Handy vielleicht abends aus, was ja auch die wenigsten machen, aber denken sie dann vielleicht, ich bin ja schon weiter und haben aber Schnurlostelefon, was auch die ganze Zeit sendet.
um den Kontakt herzustellen, auch wenn man nicht telefoniert, genau. Das ist einem gar nicht bewusst. Genau, ich denke, das war auch so ein Krux der Industrie, das konnten wir Funktechniker uns eigentlich nie vorstellen, dass es Technik gibt, die immer sendet. Für was? Die ersten Schnurlustelefone haben ja nur gesendet, wenn man telefoniert hat und wenn du aufgelegt hast, war aufgelegt. Ja. Und dann kam halt, Siemens war da federführend damals mit dem DECT-Standard, DECT-Standard für Schnurlustelefone und die haben natürlich Interesse an Stromverbräuchen. Siemens ist ja beteiligt an vielen Kraftwerken, beziehungsweise an Stromverbrauch. Okay. Es geht hier ganz klar auch um Stromverbräuche. Also man muss wirklich ja Strom verkaufen. Also muss ich Geräte schaffen, die Strom produzieren. Und die sind deswegen gefährlich, die ganzen Geräte, weil sie sind im nahen häuslichen Umfeld, ein paar Zimmer oder im gleichen Zimmer, und senden 24 Stunden. Und durch den kurzen Abstand kommt sehr viel beim Menschen an. Also der Techniker sagt dann immer, naja, so ein Schnurlustelefon hat 100 Milliwatt, das klingt ja erstmal wenig, ein großer Funkturm, zum Beispiel ein Fernsehturm hat vielleicht 100.000 Watt, das ist also schon ein Riesenunterschied, aber entscheidend ist nicht, was der Turm abstrahlt, sondern was beim Menschen ankommt. Und durch das, dass das Schnurlustelefon in unmittelbarer Nähe steht, oder der WLAN-Router, WLAN kommt aus der Radartechnik, also eine ganz gefährliche Technik. Man weiß ja, was mit den Radarsoldaten war, also da gibt es ja alle möglichen Geschichten. Die klagen ja heute noch, teilweise die Nachkommen klagen ja noch um die Schäden ihrer Eltern. Also die sind schon verstorben an diversen Krebsgeschichten und so weiter. Also man weiß die Schäden und WLAN kommt auch aus der Ecke und es ist im nächsten Umfeld. Also sprich, manchmal nur ein paar Meter und Kinder sollten es gar nicht haben in der Nähe. Und wenn ich mir heute anschaue, schwangere Frauen hier mit dem Smartphone da und WLAN zu Hause, ein Riesenproblem. Also spätestens die nächste Generation, das sagen auch Studien, werden Probleme haben, überhaupt Kinder zu kriegen oder gesunde Kinder. Ja. Und man geht davon aus, es ist eine Studie, das habe ich gestern mitgekriegt, eine aktuelle Studie, die sagt, in der dritten Generation, also wir sind jetzt in der zweiten ungefähr, jetzt in der dritten Generation werden von 8 Kindern nur noch 1 gesund sein und 7 schon nicht mehr durch diese ganze WLAN-Technik. Ist eine Studie, ich hoffe, dass es nicht so kommt, aber ist es höchste Zeit, dass wir uns bewusster mit dieser Technik umgehen. Es war so bequem, es kam so schleichend. Ja, ja. Und das sind die gefährlichen Sachen. Man gewöhnt sich dran und denkt dann, naja, ich merke nichts, mir geht's gut. Ja. Und das sind ja auch Sachen, die sich über Jahre entwickeln. Ne? Also du hast das im Vortrag eigentlich mir ist es so klar geworden, dass man denkt, wenn ich jetzt sage, wieso ich bin fit und ich telefoniere auch mal mit dem Handy, dann kann es ja nicht so schlimm sein, dass du sagst, ja, warte mal ab in ein paar Jahren. Genau. Ein ganz großer Irrglaube. Also wir haben einfach die Dimension verloren. Wir Menschen denken ja nur in ganz kleinen Zeitspannen eigentlich. Mhm. Und vor allem, wir sind menschlich so angelegt, wenn ich jetzt was Schlechtes esse und ich muss dann mal in 10 Minuten springen, dann weiß ich, das esse ich nicht mehr. Mhm. Wenn ich mich jetzt aber verstrahle und die Schäden sind 10 Jahre später, dann kriege ich die Zusammenhänge nicht mehr hin. Also das Handy nutzt schon sehr viele menschlichen Schwächen aus. Also auf der einen Seite eben, was die Auswirkung angeht, dass man das einfach durch die Zeitversetzung nicht so bewusst realisiert. Auf der anderen Seite diese Grundbedürfnisse des Menschen, immer erreichbar sein, mit allen Menschen verbunden sein. Wären wir ja, also geistlich gesehen sind wir ja eigentlich mit allen verbunden. Ja. Nur dieses Wissen wird jetzt auf eine menschliche, fast schon teuflische Ebene reduziert. Mhm. Man versucht es technisch zu lösen und nicht geistlich. Und das ist eigentlich der große Fehler in unserem System. Und zumal die meisten ja doch überwiegend, wenn sie zu Hause sind, mit einem Festnetztelefon und mit einem Kabel am Computer auch wunderbar arbeiten könnten. Also man müsste nicht auf viel verzichten. Und wenn man dann mal, unterwegs ist und hat dann mal eben Mobilfunk und sagt, ich rufe mal an, ich stehe im Stau, dauert ein bisschen länger. Aber da bist du jetzt auch nicht so ein Fan von. Aber das wäre ja etwas, wo man sagen könnte, ich würde es wirklich so reduzieren, wenn ich es wirklich, wirklich brauche und nicht um zu sagen, Mutti, wie geht's dir denn? Und ach, mir geht's auch gut. Dann telefoniere ich 2 Stunden mit Mutti auf der Autobahn. Ja, das muss ja gar nicht sein. Ich meine, früher ging es ja auch so, dass man dann mal eine Telefonzelle gesucht hat. Insofern ist natürlich schon schön, wenn man dann mal eben sagen kann, ich komme später. Aber dann kann man es ja wieder ausstellen. Man muss ja nicht dauernd arbeiten. Genau, also die Schwierigkeit ist nur bei dem Gedanken, wir haben also über die ganzen Jahrzehnte Gehirnwäsche ein bisschen das Gesamtbewusstsein verloren. Das heißt, wenn ich zwar sage, ich selber für mich nutze es nur mal, Anführungszeichen für Notfall oder Anführungszeichen für einfach um der terminlichen Geschichte etwas entgegenzukommen, aber das wäre ja noch okay, aber der Sender, der strahlt 24 Stunden, 7 Tage die Woche und ich brauche halt überall diese Sender, dass ich auch im Urlaub mal zu Hause anrufen kann oder halt mal an der Autobahn und genau das ist der Punkt und das können wir eigentlich nicht mehr durchhalten. Menschheitsgeschichtlich schaffen wir das nicht mehr, das geht nicht. Mhm. Aber es gibt da Konzepte, es gab immer schon zum Beispiel Konzepte über Kommunikationspunkte, dass es Parkplätze an der Autobahn gibt mit Kommunikationspunkten, da fahre ich dann raus,
damals waren es Infrarotschnittstellen, das kann man auch weiterentwickeln. Mhm. Es wird jetzt auch sehr entwickelt schon. Dann gibt es Infrarotschnittstellen, die sind auch schneller als der Funk-WLAN zum Beispiel. Mhm. Und dann fahre ich an diesen Kommunikationspunkt, dann mache ich da mein Tablet auf oder mein Laptop, dann habe ich sofort eine WLAN oder eine Licht-LAN-Verbindung. Okay. Ja, also nicht über Funk, sondern über Licht. Und kann dann sofort ein Telefonat machen oder mal ein paar E-Mails machen. Also für Außendienstler, man kann das sehr gut ausbauen. Und man hat halt dann vielleicht nicht mehr den Komfort, dass man jetzt von Bremen bis München durchtelefonieren kann. Aber man könnte immer ranfahren, immer mal einen Parkplatz findet sich immer gut, wenn man einen braucht. Oder man braucht ein Klo, dann ist gerade das nächste in 50 Kilometern. Und wenn ich mir heute anschaue, viele Tankstellen bieten ja mittlerweile WLAN, Hotspots, dann sogar McDonald's und diese ganzen Geschichten. Mhm. Da könnte man ja auch Kommunikationspunkte machen mit verträglicherer Technik. Dann fahre ich halt mal bei McDonald's rein. Ich bin jetzt kein McDonald's-Fan, aber man könnte dann eben dort oder bei der nächsten Tankstelle oder halt an den Kommunikationspunkten. Also Möglichkeiten gibt es technisch. Also das wäre nicht das Problem und es würde auch manches, denke ich, wieder ein bisschen entschleunigen und man hätte auch mal wieder Zeit, auch im Außendienst, dass die Leute mal wieder miteinander reden und nicht schnell und dann sind 5 Sachen am Handy besprochen und danach hat er es vergessen. Naja, es ist ja vor allen Dingen so viel Belangloses, eben mal, ach, wie geht's, und man schickt nochmal irgendwie ein lustiges Bildchen oder ein kleines Videochen oder dann, ah, kennst du das schon und das ist ja witzig. Aber ich habe eben gesagt, du bist elektrosensibel. Siehst du dich so oder ist das völlig falsch für dich und sagst du, ich bin gar nicht besonders sensibel, sondern ich bin normal und eigentlich unterdrückt ihr nur oder ihr denkt, ihr spürt es nicht? Oder gibt es welche, die sind wirklich sensibler und wie viele sind das? Ja, also da gehen jetzt ein bisschen die Meinungen natürlich auseinander, wie viel das sind. Also ich gehöre zu der Stufe Elektrohypersensibilität, also ich habe jetzt schon die höchste Stufe erreicht. Ich sehe mich persönlich eigentlich eher als Frühwarnsystem. Also ich gehe davon aus, dass die Schöpfung hat immer Frühwarnsysteme. Es passiert dir nichts auf der Erde. Wie beim Tsunami, wo dann auf einmal die Tiere schon alle ins Landesinnere gehen und dann die Leute liegen noch am Strand und denken, warum hauen die alle ab? Ja, genau. Hätte man ja schon mal drüber nachdenken können. Hätte man können und es wäre gut gewesen, wenn es mancher gemacht hätte. Ja. Also wir haben die ganze Schöpfung so aufgebaut, es gibt immer Frühwarnsysteme. Und die gibt es sowohl bei Tieren, bei der ganzen Natur, aber auch bei Menschen. Es gibt Menschen, die reagieren auf gewisse Sachen. Aber mit dem Ziel, die anderen zu warnen. Das ist immer die Aufgabe. Es geht nicht natürlich um einen selber. Für mich selber ist es nicht unbedingt immer so angenehm. Ja. Aber es geht immer um die anderen. Es geht immer dieses Gesamtbewusstsein. Und das haben wir halt verloren. Also dieses Gesamtbewusstsein ist mir persönlich ein großes Herzensanliegen, weil aus allen Problemen, die wir haben, auf allen Gebieten jetzt auch, auf politischer Ebene oder was auch immer, viele Probleme entstehen dadurch, dass die Menschen durch Bequemlichkeit, durch Trägheit, durch Stolz und so weiter isoliert sind von den anderen Menschen. Und dadurch passiert einfach viel zu wenig in unserem Land. Und durch diese Trägheit, die da einschleicht, kann nicht so viel passieren. Ich bin natürlich dankbar, es wachen total viele auf. Es gibt viele, die auch ihre schwere Last ablegen können und da wieder ein bisschen in die Gänge kommen. Aber nur durch dieses Gesamtbewusstsein verändern wir was. Und wie gesagt, Frühwarnsysteme, auch Allergiker zähle ich zu Frühwarnsystemen zum Beispiel, weil gerade unser hochgezüchteter Weizen nehme ich da gerne als Beispiel, den vertreten, der ist einfach nicht gesund, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es halt welche, die reagieren auf Weizen zum Beispiel. Oder auch Pollenallergiker oder so, die reagieren halt, weil sie zum Beispiel durch schlechte Ernährung und so weiter praktisch der Körper nicht mehr richtig funktioniert und dann äußert sich das zum Beispiel durch eine Allergie. Also es sind immer Frühwarnsysteme und ich denke, das ist das Wichtige, dass wir umdenken müssen. Wenn wir jemanden sehen, der krank oder vermeintlich anders ist als der Norm, sage ich mal, ich würde es nicht mal als krank bezeichnen, dass wir lernen zu hören, sagt der mir auch was für mein Leben. Ja, egal aus welchem Gebiet. Erzähl jetzt mal, wie du lebst, irgendwo im Wohnwagen im Wald. Ist das so, du lebst da, wo ich oder wo andere jetzt rumlaufen mit dem Handy und sagen, ich habe kein Netz, hier Lochfunk oder was? Funkloch? Ja, genau. Also da, wo ich lebe, da kriegen die meisten mit ihrem Smartphone Entzugserscheinungen. Ja? Also das heißt, ich lebe in einem ganz tiefen Tal im Schwarzwald. Das ist ein ganz schmales Tal. Man darf sich diese Funklöcher nicht mehr groß vorstellen. Das sind wenige Meter. Also ich habe nicht allzu viel Auslauf. Mhm. Man kann sich das so vorstellen, da kommt der Hang runter, dann kommt ein bisschen Weg, dann kommt noch ein bisschen Platz neben dem Weg, wo der Wohnwagen steht, und dann kommt der Bach und dann geht es schon wieder einen Berg hoch. Also es ist ein ganz, ganz schmales Tal. Und weil da die Funkstrahlen so nicht so da ins Tal reinkommen, oder? Genau, also einfach topografisch bedingt. Der Funk kann nicht durch Berge. Oder sowas musst du ja echt suchen. Ich meine, hier bei uns wird es sich tot suchen, weil hier alles flach ist. Ja, also hier in Norddeutschland ist es ziemlich schwer. Also für mich jetzt zum Reisen immer hochheikel. Aber ich habe ja ein Auto, wo ich dann so Abschirmnetze, also zum Strahlenschutzanzug, der schon viel nimmt, sitze ich noch unter einem Strahlenschutznetz und dann lassen sich die Fahrten machen. Und ich habe halt zwischendurch Freunde, zum Beispiel heute Nacht haben wir bei Freunden übernachtet mit einem
strahlengeschützten Keller, abgeschirmten Haus und abgeschirmten Keller und dann geht es. Aber es ist schon ein teurer Spaß, glaube ich, ne? So seinen Raum abzuschirmen, richtig? Ne? Ja, also man muss also sehen, sieht man es bei dem Anzug, der besteht, ich zeige das vielleicht auch mal richtig, dass man das auf der Kamera sieht, zum Beispiel mal hier, der besteht ja aus Silber, das ist ja pures Silber, noch ein bisschen speziell verwebt, dass die Abschirmung sehr hoch ist. Und Silber ist natürlich ein wahnsinnig teurer Stoff. Ja. Also so ein Anzug kostet ungefähr 1500 Euro. Also und die Krankenkasse zahlt es noch nicht. Also da muss man noch für kämpfen. In Schweden ist es anders. In Schweden gilt das als anerkannte Krankheit. Ach, die Krankenkassen zum Beispiel übernehmen abgeschirmte Arbeitsplätze. Mhm. Also da gibt es Integrationsmaßnahmen für Elektrosensibel. Da werden dann ganze Räume abgeschirmt auf Kosten, ich glaube, der Rentenversicherung und der Krankenversicherung. Und soweit sind wir in Deutschland natürlich noch nicht. Also in Deutschland versucht man es eher noch zu verleugnen und gibt es ja alles nicht. Und du hattest vorhin mal gefragt, wie viel gibt es denn eigentlich? Mhm. Das ist ziemlich schwierig. Also wenn man, also ich gehe davon aus, dass jeder Mensch auf Strahlung reagiert, jedes Tier und jede Pflanze. Also das ist eine Technik, wo keiner praktisch ungeschoren davon kommt. Auf Dauer vor allem nicht. Kurzzeitig vielleicht ja, aber auf Dauer nicht. Und jeder reagiert und da gehen jetzt die Meinungen auseinander. Also das Bundesamt für Strahlenschutz rechnet von ungefähr 10% der Menschen in Deutschland, was aber viel zu wenig ist. Es gibt andere Studien, die gehen 2017 von 50% aus. Also und mit zunehmender Technik, zunehmend gerade diese WLAN-Hotspots, jetzt WLAN an Schulen, WLAN an jedem Eck, denke ich, wird das sehr schnell steigen, weil WLAN ist sehr aggressiv. Also mit WLAN beschleunigt sich das sehr stark. Und du hast so ein Messgerät dabei, du rennst, wie können wir das machen, kannst du das gleichzeitig bedienen und kann man das hören? Weil wir sind uns gar nicht bewusst, was das auch für Frequenzen sind. Es gibt ja natürliche, harmonische, analoge Frequenzen, es gibt Sachen, Klänge, also wenn wir es auf den Klang übertragen, würden wir sagen, es gibt Klänge, die sind schöner und gibt welche, wenn dauernd jetzt da die Kreissäge läuft, ist auch akustisch nicht schön, aber das klingt wie Kreissäge und das ist dauernd. Ja, jetzt durch die digital gepulsten Frequenzen, auch noch anders als eine analoge Radioprogramm, wo jetzt Chopin irgendwo in einer hohen Frequenz läuft, oder wie? Ist das noch unterschiedlich von der bestimmt. Qualität? Also es gibt unterschiedliche Funktechniken und man muss einfach eins sagen, wenn ich denke, Funk war früher eher war nur für einen privilegierten Kreis, also zum Beispiel Feuerwehr, Polizei, natürlich leider auch die Militärs, aber halt auch nur ein paar wenige Leute, die eine Genehmigung hatten zum Funken, durften das nutzen. Ja. Heute nutzt es jeder und dadurch habe ich halt einfach das Problem, dass einfach schon viel mehr in der Luft ist und die früheren Funkdienste haben nur gesendet, wenn ich gesprochen habe. Ja. Und die heutige, wie gesagt, WLAN, schnurloses Telefon sendet halt immer. Ja. Der Funkturm fürs Handy sendet auch immer und das macht es eigentlich so schwierig. Wir können mal reinhören, wenn man nämlich das hört, dann kann man gut verstehen, dass unsere Zellen das auf Dauer nicht vertragen, weil die hören das und diese ganzen Nervenbahnen, die wir überall haben, wirken als Riesenantennen. Also unsere ganzen Nervenbahnen wirken als Antennen und das hat eben Auswirkungen. Jetzt hören wir mal rein. Und jetzt mal so, du hast kein Funkmikro, ich habe eins, vielleicht kann man das mal, aber das ist ja noch nicht mal... Kann sein, dass wir das gleich haben. So, Vorführeffekt. Ne? Ja, mach's nicht so nah, dann... Schalten die Leute ab, aber das ist jetzt noch nicht mal schlimm hier. Ne? Nein, das ist jetzt ein Funkturm aus der Nachbarschaft, der uns jetzt da gestört hat. Und dein Funkmikro, was ja recht weit weg liegt, das hat er überhaupt nicht erfasst. Der Funkturm von draußen ist jetzt stärker als das Funkmikro. Also so kann man sich das jetzt vorstellen. Nochmal auf die Symptome, weil du sagst, wenn es so viele sind, die elektrosensibel sind, oder eigentlich jeder, aber die meisten sind es sich gar nicht bewusst und die schlafen vielleicht schlecht. Du hast auch im Vortrag gesagt, eigentlich wäre richtiger Schlaf, ich schlafe ein irgendwann um 10, 11, wach um 7 auf oder um 8 und kann dann Bäume ausreißen. So ist es bei mir also sicher nicht, weil wenn ich aufwache, dann bin ich erstmal gerädert und dann ich kann es mir noch leisten, nochmal liegen zu bleiben, aber da arbeiten wir noch dran. Vielleicht ist bei dir noch der ein oder andere Funkquelle im Haus. Ja? Ja. Aber genau so ist es. Also eine Schlafstörung ist einfach definiert, wenn ich nicht in der Früh aufwache und Bäume ausreißen kann, habe ich eine Schlafstörung. Und das sind ja mittlerweile über 79% der Menschen in Deutschland kann nicht mehr schlafen richtig. Und das ist schon eine erschreckende Zahl. Also ich mache immer gerne einen Blick auf die Krankenkassenberichte der letzten Jahre. Bei mir auf der Homepage findet man das auch unter Krankenkassenberichte. Allein wenn man das mal aufruft, sieht man mal den körperlichen Verfall unserer Gesellschaft. Also nur hier unserem deutschen Volk. Das fängt mit Schlafstörungen an, geht über Burnout, Krebsrate ist in einem extrem hohen Niveau angelangt. Ja. Also das sind einfach Alarmzeichen, wo ich sagen muss, jetzt ist es, also 11:55 ist ja schon ein bisschen untertrieben. Also wir sind an einem Punkt, der Staat hilft uns da im Moment nicht. Also das heißt, wir müssen uns erstmal selber schützen
Abschirmung ist teuer. Geht da offenbar auch um Interessen, um viele Milliarden Summen. Und scheinbar hat die Industrie ja bei uns in der Politik viel zu sagen. Wir wissen ja, dass ganz viele Lobbyisten quasi Zugang zum Reichstag haben. Das heißt, sie haben ihren Schreibtisch im Ministerium oder was auch immer. Genau, diese sogenannten Leihbeamten dann. Ja. Also es ist krass. Also die werden uns nicht helfen. Das wissen wir in vielen Bereichen heute. Und wir merken es ja auch immer mehr. Das heißt, siehst du das auch so, dass die Menschen im Grunde im Moment langsam aufwachen zu denken, Mensch, eigentlich ist ja alles in Ordnung, wir haben ja die Merkel, die kümmert sich ja, und auf einmal merken, das stimmt ja gar nicht, wir werden ja verarscht. Und ist das so ein allgemeines, hast du eine positive Botschaft, dass es vielleicht sich doch verändert, oder bist du doch eher pessimistisch? Nein, doch, also es geht gar nicht anders. Also es muss sich verändern, aber es beginnt halt bei jedem selber. Also wir Deutschen haben so ein bisschen die Mentalität, ich nenne es immer Vollkasko-Mentalität, es sind immer alle anderen verantwortlich. Also für meine Kindererziehung ist die Schule und der Kindergarten verantwortlich, zum Beispiel für, was weiß ich, dass ich gut verdiene, ist mein Arbeitgeber zuständig, und dass mir das Geld reicht, ist die Bank zuständig, und dass ich gesund bin, der Arzt und die Krankenkasse. Ja. Und genau dieses das ist eigentlich komplett falsch, weil man hat uns eigentlich eingetrichtert, die Verantwortungen abzugeben. Und genau das ist der Fehler. Und ich denke, also das beobachte ich überall, ich merke gerade diesen Rückschritt, dass die Menschen mit ihrer Verantwortung selber in die Hand nehmen, sagen, ich muss die Dinge selber in die Hand nehmen, erstmal den ersten Schritt gehen. Der längste Weg beginnt immer mit dem ersten Schritt. Und dadurch habe ich sehr viel Hoffnung. Weil man kann natürlich alles immer pessimistisch sehen, klar, aber wenn uns diese auch sehr gefährlichen Dinge wie der Mobilfunk nutzen, dass wir von unserem Einzel-Egoismus-Denken wieder dahin kommen, dass wir selber den Stab in die Hand nehmen, selber nach draußen gehen und wieder ein Gesamtbewusstsein dadurch sich bildet, also dann ist ja viel gewonnen. Also egal wie gefährlich das ist alles. Ja, genau. Und in dieser Beziehung sind wir einfach nicht sensibel. Und ich weiß das von Verwandten oder sogar einer Familie, dass die Kinder dann wirklich nur noch im Zimmer sitzen mit dem Smartphone und dem WLAN muss also an sein. Da würde ich sagen, man könnte doch zumindest sagen, ich schalte das WLAN mal von 16 bis 17 Uhr an und dann wieder aus, dass die mal kurz... Das wäre ein erster Schritt. Ja, dass man feste Internetzeiten hat. Das im Router auch programmieren, dass man sagt, Fritzbox hier, mach mal dann aus. Oder man braucht es ja gar nicht ständig, aber es ist ständig an und es ist den Leuten nicht bewusst. Telefon ebenso, könnte man nachts ja auch rausziehen oder eben doch lieber mal ein Schnurtelefon irgendwo. Schnurtelefon würde ich sowieso empfehlen, aber es gäbe jetzt auch noch, wer jetzt ein großes Grundstück hat, zum Beispiel landwirtschaftlicher Betrieb oder so, es gibt auch Schnurlostelefone mittlerweile, die haben diesen Eco-Modus Plus. Also Eco mit C und Plus als Unzeichen. Und dieser Eco-Modus Plus, wenn der eingestellt ist, den muss man aber einstellen. Es gibt viele im Handel auch so strahlungsfrei. Da steht dort strahlungsfrei, kaufe ich. Ja, aber es ist nicht eingestellt. Das heißt, du kaufst eins vermeintlich strahlungsfrei und wenn du das nicht im Menü einstellst, ist es nicht strahlungsfrei. Und wenn du mal einen Stromausfall hattest oder das versehentlich ausgesteckt hast, ist es wieder weg. Also das heißt, es gibt diese Telefone, aber ich empfehle generell auch lange Gespräche und gerade Kinder, Jugendliche nicht am Schnurlustelefon. Also wird zum Beispiel Klassiker, man hat ein Schnurlustelefon bei großen Garten und so weiter, dann kommt ein Anruf, dann ist die Oma dran, sage ich jetzt mal. Und man weiß schon, okay, mit der Oma, das geht jetzt 2 Stunden. Ja. Dann muss ich halt reingehen und sagen, jetzt rufe ich vom Schnurtelefon zurück, weil vom Schnurlosen 2 Stunden ist echt krass. Also lieber dann lange Gespräche. Dort aber ein kurzes Gespräch, wir kommen 10 Minuten später mal kurz über Schnurlustelefon, denke ich, macht jetzt die Leute nicht krank. Aber du willst natürlich eigentlich viel konsequenter sein, nämlich wenn wir das auch nur mal kurz nutzen, müssen halt die Netze auch da sein. Genau. Und das wird immer weiter ausgebaut, weil wir jetzt fordern, ich will auch im Urlaub am Strand LTE haben, damit ich eben dann auch noch Videos auf dem Tablet gucke. Also wir müssten eigentlich wirklich zurückdenken. Das ist halt wieder die andere Seite des Gesamtbewusstseins. Wenn alle natürlich diese Technik nutzen wollen, dann bedeutet das noch mehr Funktürme, noch mehr Sender, noch mehr Strahlung. Das heißt, der Weg zurück ist eigentlich richtig. Ich verzichte drauf. Das ist gleich wie damals mit dem Atom oder mit dem Atomstrom. Wenn ich halt keinen Atomstrom will, dann muss ich mich halt orientieren, dass ich mir einen anderen Anbieter suche. Ja. Beim Funk geht das nicht so einfach. Da muss ich halt einfach das Funk lassen. Ja. Und es hätte natürlich auch positive Effekte auf Telefonzellen. Es hätte auch positive Effekte vielleicht auf Gaststätten. Früher in den Gaststätten, Hotels gab es doch überall. Ja, Telefon, wo man telefonieren konnte. Die sind teilweise eingestaubt oder nicht mehr da. Und das würde also umgekehrte positive Effekte wieder auslösen. Und wenn die Leute wieder miteinander reden. Das wäre noch viel besser. Eben. Ne? Und wenn ich in eine Gaststätte reingehen muss, muss ich mit den Leuten reden, um allein schon das Telefon zu finden. Das ist heute uncool. Es ist ja auch gar nicht mehr so cool zu telefonieren, sondern man schickt eine WhatsApp jetzt eben und ein Smiley und ein...
Haha. Ja, genau. Aber gut, keine, keine echte Verbindung mehr. Ja, und so stirbt eben nach und nach etwas und wir sind es uns nicht bewusst. Ich merke ja so ein bisschen auch, wie es bei mir wirkt und wie die Bequemlichkeit, mal eben wirklich auf dem Smartphone eben alles Mögliche auch an Apps zu haben. Das ist ja faszinierend. Das ist ja schon eine teuflische Sache. Du hast in deinem Vortrag, und wir sind schon ziemlich spät an der Zeit, weil du musst gleich weiter, gesagt, dass diese Mobilfunktürme auch Strahlen senden können. Die sind wirklich noch viel stärker und man könnte es sogar hacken und es gibt die Gefahr, dass irgendein Terrorist sagt, ich kapere jetzt ganz viele Mobilfunkmasten und sende dann einen Impuls aus, der wirklich was Herzinfarkte auslöst oder was? Zum Beispiel, also wir wissen halt aus diesen ganzen Forschungen, also der Funk ist sehr gut erforscht, wenn immer geheißen wird, da gibt es keine Studien und so, das ist nur Propaganda. Es gibt sehr viele Studien zum Funk, gerade aus dem militärischen Bereich, also nicht, also aus allen Ländern, nicht nur aus Deutschland. Und man weiß, wenn man gewisse Funkwellen, gewisse Frequenzen, gewisse Pulsungen, gewisse Taktungen einsetzt, kann das Effekte auslösen. Das kann zum Beispiel von Dreck, also von absoluter Müdigkeit, Depression bis hin zur Aufgedrehtheit, Aggression zum Beispiel gehen. Das kann aber auch gezielt auf einzelne Körperorgane eingreifen. Also da gibt es Möglichkeiten, natürlich Gehirn aller Art. Man kann im Gehirn sehr viel eingreifen. Und daher ist jeder Funkturm eigentlich eine potenzielle Terrorwaffe, sage ich mal. Also man kann einen Funkturm, natürlich die Mobilfunkbetreiber jetzt schon, wahrscheinlich mit den Geheimdiensten, können die schon fernsteuern. Wir wissen nie, was auf so einem Funkturm los ist, wenn man es nicht misst. Das kein Laie kriegt es mit, was da oben läuft oder was da auf die Menschen abgestrahlt wird. Und natürlich kann der natürlich auch, die sind die meisten nicht befestigt, da kannst du gerade hinfahren, dann sind da die Antennenleitungen, dann nimmst du dir deine eigene Technik. Also jetzt wenn manche Terroristen, also gibt es ja auch interessante Dokumentationen schon im Fernsehen, im Internet auch, wo man einfach sieht, dass dann Leute über so ein Funkturm gekapert und dann wird da fremde Technik angeschlossen und dann werden da entsprechende Strahlen raufgeschickt, die durchaus große Probleme bei den Menschen, auch kurzfristig, also es geht dann in wenigen Minuten, Probleme bis hin zum Tod verursachen können. Also das ist nur mal zu zeigen, wie gefährlich diese ganze Technik ist, wenn sie in falsche Hände gerät. Genau. Uli, du bist auf dem Sprung, weil du hast gleich noch wieder einen Vortrag und du bist auch viel unterwegs, du machst viele Vorträge, du bist aber dann auch immer sehr gebeutelt sozusagen, dich in dieser Welt zu bewegen. Du hältst es zwar jetzt aus mit dem Anzug, aber du brauchst danach, glaube ich, dann immer wieder eine Zeit, dich zu regenerieren. Also diese Fahrt hier in Norddeutschland, das wird mich eine Woche Bettruhe kosten. Ja, okay. Also, vielen Dank, dass du es trotzdem gemacht hast. Und das nächste Mal, wenn du hier bist, wirst du wieder eingeladen, weil das geht natürlich viel weiter. Und wie gesagt, du hast eine Seite, wo viele, viele Videos drauf sind und man muss sich mit beschäftigen. BewusstTV ist dazu da, sich bewusst zu machen, was los ist. Und wie gesagt, ich bin auch so ein bisschen eingelullt, weil es ist ja schon so bequem und man kann so vieles machen. Das ist schon irgendwie ja auch faszinierend. Aber die Gefahren dabei, die hast du mir nochmal auch deutlich auch gemacht auf dem Vortrag. Ich habe früher auch mal hier gegen Mobilfunkmast in Worpswede Unterschriften gesammelt. Und heute, irgendwie geht das so schleichend. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du diese Arbeit auch als Bewusstseinsarbeit machst, dass wir uns bewusst werden, was wir uns da so an schädlichen Einflüssen so einfach gefallen lassen und zulassen und nicht merken. Deswegen danke für deine Arbeit und wie gesagt, du bist gerne, du kommst das nächste Mal wieder her. Ich komme wieder und ich möchte jedem ans Herz legen, einfach in seinem Leben neue Wege zu gehen, auch über seinen eigenen Schatten zu springen, neue Schritte zu gehen, die vielleicht anfangen, vielleicht unbequem sind, vielleicht nicht so in der Gesellschaft, vielleicht im ersten Moment akzeptiert sind, aber mal neue Wege zu gehen. Und wie gesagt, der Gegensatz zum Funk ist halt eine gute Vernetzung, Hand zu Hand, sage ich immer, also eine persönliche Vernetzung, dass ich, wenn irgendwas ist, ich weiß, wo ist mein nächster Ansprechpartner, wo ist der Nächste, der sich auskennt. Eine Hand-zu-Hand-Struktur, nicht irgendwelche Klicks auf der Maus oder im Facebook, das bringt uns, wenn es darauf ankommt, nichts. Wie oft gibt es jetzt in letzter Zeit Hackerangriffe? Wir wissen nicht, wie lange es dann ganz schnell kann es weg sein. Dann stehen wir da und sagen, oh, ich habe kein Netz, wie soll ich jemanden erreichen? Genau. Also darum kann ich jedem ans Herz legen, neue Wege zu gehen, Hand-zu-Hand, Schritt für Schritt nach draußen, wieder das klassische, persönliche, das trägt in Krisenzeiten. Die Technik hält uns nicht. Die geht so schnell verloren, wie sie. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein Stromausfall und das Ding ist weg. Ich danke dir für diese Einblicke und wie gesagt, wir sehen uns wieder, Uli Weiner. Vielen Dank. Mach mal. Danke.